Ja, hallo, ihr Lieben, jetzt bist du schon mal Patrick Pop, Beziehungscoach, ich bin Psychologe und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, aus der neuen Wohnung, absoluten Horror-Humzug hinter uns. Wenn ihr mal mehr darüber wissen wollt, kann ich auch mal Roomtour machen oder mal wieder so ein Private-Video. Juli im Hintergrund, Schnee im Hintergrund. Zebra wird bald da sein wieder, wie in guten alten Zeiten. Ich finde es richtig cool. Haus ist der Hammer, das alte Haus ist, also ich habe sowas echt noch nie erlebt. Das ist wirklich unter meinem Arsch irgendwie zusammengefallen, irgendwie nicht schön. Also ich meine, ich musste raus wegen Eigenbedarfskündigung. Und ja, was auch schon nicht so schön ist, aber gut. Und gleichzeitig war so ein Hagelschaden und das Haus ist so förmlich auseinandergefallen. Also selbst das Wasser konnte man zum Schluss nicht mehr trinken. Also was habe ich noch nie erlebt, wirklich. Aber wenn ihr mehr darüber wissen wollt, kann ich gerne mal eine kleine Home-Story machen. Und gestern den ganzen Tag rumgerödelt. Aber jetzt kommen wir gleich mal zum eigentlichen Thema. Ich glaube, wir haben mal wieder die Frage, ich wollte das heute auch mal ein bisschen ausführlicher beantworten, Online-Dating, ja, nein, ich gehe mal einmal in meine E-Mails. So, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeship.de machen. Ja, eins der weiteren Probleme ist natürlich hier, dass es tatsächlich die Telekom, also was gibt es noch, die Telekom hat mir keinen Anschluss hier gegeben, ne? Und also wenn die Telekom nicht, dann die anderen natürlich auch nicht, falls das, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe keinen Anschluss bekommen hier, ne? Wie kann ich jetzt online gehen über Mobilfunkrouter? Also hier ist kein, die legen hier einfach keinen Anschluss hin. Das habe ich auch noch nie erlebt. Naja gut, also ich bin durchaus in Deutschland noch, ne? Ich nicht irgendwie in Turkmenistan, was man vielleicht denken könnte. So, das habe ich aber lange genug gequatscht. Also die E-Mail von Katznetsch Kolatzkola und sie schreibt: So, hallo Christian, ich bin jetzt seit einem Jahr Fan deiner Videos und habe bisher die Module 0, 1 und 2 gemacht. Weitere sind beabsichtigt. Ich komme aus einer 1,5-jährigen Situationship, wie man das heutzutage nennt. Aber ja, ich habe auch gefragt auf meinen Lesungen, da waren ja auch ein paar jüngere Leute dabei. Wie seht ihr das mit, wird das so unvermittlicher heutzutage und haben die eigentlich gesagt, ja, ne? Also nicht alle natürlich, aber der Trend geht schon ein bisschen dahin. In der er keine Beziehung wollte, darüber bin ich auch auf dich gekommen. Diese Sache hat mich extrem in die Liebessucht getrieben. Kein Wunder, hot and cold, intermittierende Verstärkung etc. Ich habe vieles erkannt und an meiner Pluspoligkeit gearbeitet und bin immer noch dabei. Mein Problem ist, dass ich gerade keine Alternative zu Online-Dating finde. Aufgrund meiner Lebensumstände. Ich bin 40, Vollzeit alleinerziehend mit 2 Kindern. Ja, schulpflichtig im Alter, ne? Vor der Pubertät. Ich habe manchmal sonntags Kind frei, weil meine Eltern die Kinder nehmen. Okay, da lese ich mal raus, dass der Vater es nicht macht. Aber keine Möglichkeit, offline über Hobbys etc. Leute kennenzulernen. Es nervt mich selbst, dass ich wegen der Umstände komplett auf Online-Dating angewiesen bin. Wie ist deine Einschätzung dazu? Also, ja, also ich was Online-Dating angeht, ich fluktuiere da immer so ein bisschen, muss ich zugeben. Ja, mich haben auch jetzt wieder welche angesprochen. Auf der Lesung war so ein Paar, die haben sich über Tinder tatsächlich kennengelernt vor 1-2 Jahren. Also es ist ja nicht so, dass das gar nicht möglich ist. Und für Leute, sage ich mal, die wie du, also gar nicht mehr rauskommen und keine Hobbys haben und ja, kann man natürlich Online-Dating ausprobieren, ne? Also ich halte es tatsächlich auch für wichtiger, an seinem Liebeschip zu arbeiten, weil wenn du, ich habe das neulich wieder gedacht, wir haben gucken manchmal hier so Trash-TV-Sendungen an, was habe ich denn geguckt, Bachelor in Paradise, ist auch egal, auf jeden Fall sieht man da, wie Leute daten und mir ist das da bei einer wieder aufgefallen, wie die wirklich jede Red Flag ignoriert, immer wieder die falschen Typen da irgendwie daten will. Und also wenn du einen falsch programmierten Liebeschip hast, dann wird dir auch Offline-Dating nicht viel weiterhelfen, ne? Weil dann holst du dir auch immer die falschen Leute raus.
und mit guten Standards, guten Dealbreakern, klaren Liebeship kann man sicherlich, ich meine, aus vielerlei Gründen habe ich ja in meinem neuen Buch auch geschrieben, glaube ich, spricht vieles gegen Online-Dating, aber du kannst sicherlich das Beste rausholen, wenn du so klar bist, ne, wenn du gesunde Grenzen hast und so weiter. Also insofern, ja, das Wichtiger, glaube ich, als die Frage Online-Offline-Dating, ne? Und die Hürde ist natürlich scheinbar relativ gering im Online-Dating. Natürlich, ich weiß auch, ob ich das jetzt sage oder nicht, natürlich werden das viele ausprobieren. Und warum auch nicht, ne? Also man muss sich halt klar machen, dass es scheinbar leicht ist, in Wirklichkeit aber sehr schwer ist, da jemanden zu finden. Während Offline-Dating scheinbar sehr schwer ist, aber mit den richtigen Tools. Also ich würde ja auch unbedingt auch den Dating-Kurs empfehlen mit den richtigen Tools wiederum. Ja, ich würde nicht sagen, dass es leicht ist, aber kann leicht, sehr leicht was entstehen, was auch länger hält, so, ne? Ich sag's mal so. Also insofern, ja, ich bin jetzt aber nicht komplett dagegen, überhaupt nicht. Weiß gar nicht, wenn ich jetzt Single wäre, vielleicht würde ich es auch mal wieder ausprobieren, keine Ahnung, ne? So, ich weiß einfach nur aus Gag und mal gucken, wie es jetzt ist, ich weiß nicht, also, aber ich halte, grundsätzlich halte ich die Chancen im Offline-Dating für größer, wenn sich geeignete Situationen ergeben. Also wenn du natürlich weißt, bei mir wird sich, ich bin einfach den ganzen Tag zu Hause, da wird sich keine Situation ergeben. Ja, dann ist auch natürlich schwierig mit Offline-Dating, verstehe ich schon. Genau, ich halte auch gerade im Bereich Partnersuche halte ich eine ganze Menge von Manifestationen. Also sonst habe ich ja gerade so meine super spirituelle Phase auch so ein bisschen will ich nicht sagen, hinter mir, aber hat sich einiges so ein bisschen geerdet wieder, sag ich mal. Aber du musst wirklich sagen, für Bereich Partnersuche halte ich so mit Manifestationstechniken zu arbeiten für wirklich eine super gute Idee. Natürlich kann sein, dass es nicht funktioniert, so, ne? Aber der Aufwand ist sehr gering, das auszuprobieren. Also der ist geringer, als auf einer Dating-App monatelang rumzuhängen. Von daher, ja, guck da auch mal rein, mein Manifestationskurs, da geht ja nicht nur ums Thema Partner, aber ich halte das wirklich für eine super Möglichkeit, das wenigstens mal auszuprobieren, weil es ist, hat wenig Kosten, das auszuprobieren sozusagen. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht, aber ich höre immer wieder von Leuten, bei denen es halt geklappt hat, also ich, bei mir hat das auch schon mal geklappt, ne? Und von daher, ja, also gerade so im Zusammenhang mit konkreten Partys, wo du vielleicht hingehst, Ereignissen, die ansteht, wo du das Gefühl hast, da könnte offline was gehen und dann auch vielleicht mit Manifestationstechniken zu arbeiten, halte ich für eine sehr gute Idee. Ja, das ist eine sehr ausführliche Antwort hier auf die Frage. Und klar, wenn du am Nordpol, auf der Nordpolstation bist und zumindest online jemanden kennenlernen, ja, ich meine, da wirst du offline, wirst du einfach niemanden finden irgendwie so. Ne? Also ich verstehe schon, dass es Situationen gibt. Trotzdem ist es, glaube ich, ihr dürft das nie als eine Entschuldigung nehmen, an euren Flirt, Dating und Smalltalk-Skills zu arbeiten. Man denkt vielleicht, das bräuchte man nicht, weil ist ja eh klar, wenn ich auf ein Date gehe, auf ein Online-Date gehe, was jetzt hier Phase ist. Aber es kann sein, dass ich oft, du denkst vielleicht, ich habe offline keine Chance und plötzlich ergibt sich irgendwas. Plötzlich kommst du mit der Ticketabreißerin im Kino ins Gespräch irgendwie, ne? Und wenn du das dann vorher nicht geübt hast, die ganzen Sachen, die ich in meinen Dating-Kursen sage, wenn du das nicht geübt hast, du wirst es verkacken und wirst dich dann so ärgern, wie der Typ neulich zwei E-Mails hier vor, wie er sich geärgert hat, dass er der Frau im Zug nicht die Nummer gegeben hat, ne? Und du wirst dich einfach nur ärgern, ne? Und deswegen übe es meinetwegen mit Online-Dates, ne? Übe diese ganzen Skills, Gesprächsführung, wann ist der richtige Moment für einen Kurs, feminine Polarität für Frauen, irgendwie übe diese ganzen Sachen. Was kann ich tun als Frau aus der femininen Polarität? Wie kann ich auf mich aufmerksam machen? So, wirklich übe es, damit du es aus dem FF abspulen kannst, wenn du es brauchst. Weil du weißt nie, wann du es brauchst. Das hat mein Dating-Coach, von dem ich viel gelernt habe früher, der hat das immer gesagt, ey, du übst das Ganze für die eine Richtige so, ne? Und vorher ist alles egal, ne? Aber dass du es dann in dem Moment abspulen kannst, wie das einmal eins, du weißt das nicht, du könntest jemanden nachts wecken und okay, was mache ich jetzt dann, was mache ich?
Wann schreibe ich zurück? Wie gestalte ich das Texting? Du kannst es aus dem Nachts abspulen, sozusagen aus dem Tiefschlaf. Da bist du gut vorbereitet, ne? So, das kann ich nur immer wieder sagen, so. Also insofern etwas gemischte Antwort heute und fühle ich auf gar keinen Fall schlecht, wenn du Online-Dating ausprobiert. Was mich mal interessieren würde von euch, wäre just curious, ob ihr bessere Erfahrungen gemacht habt mit Hinge, weil die schreiben sich ja so auf die, also das jetzt soll um Gottes Willen keine Werbung für Hinge sein, aber ich würde es einfach mal interessieren, weil sie sich so auf die Fahnen schreiben, dass sie nicht so sind wie andere Dating-Apps, was ich persönlich immer nicht glaube. Also es würde mich einfach mal interessieren. Und dann würde mich auch noch interessieren, wie ihr so die, ist das alles gut zu hören hier? Von meiner Sprache ist Licht gut ausgeleuchtet. Gebt mir gerne mal Feedback für meinen neuen Streaming-Raum hier. Der ist natürlich, wie man sehen kann, überall stehen Kisten rum. Größte Problem ist, dass von der alten, die alte Wohnung hatte viel mehr Möbel schon drin. Heißt, ich komme jetzt in eine neue Wohnung. Es fehlt die Hälfte der Möbel. Ich kann also die Sachen nicht mehr wegpacken. Ich muss da ein bisschen notfallmäßig da jetzt ausziehen, sage ich mal. Oder zumindest sehr plötzlich. Hätte aber auch gar nicht mehr länger da wohnen können. Und ich habe keine Küche hier, ne? Auch sehr geil. Keine Küche, aber dieser Zustand wird sich, denke ich, nächste Woche ändern. Das heißt, ich kann nichts wegstellen, wir können kein Essen machen und ja, was sagst du dazu, Juli? Willst du mal herkommen, Juli? Juli? Ja, wenn sie hören soll, hat sie immer nicht. Juli ist gerade Sorgenkind. Großes, großes Sorgenkind. Leider, leider, leider. Nicht so schön, wenn Haustier krank ist. Ja, in diesem Sinne, macht die folgenden Kurse und freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben. Ja, bevor wir mit dem Sommerhaus anfangen, wollte ich sagen, ich sind auch viele neue dabei. Ich habe ja ganz viele Online-Kurse rund um Dating, Beziehung und Liebe seit weit über 20 Jahren. Ich Paartherapeut und wir haben den krassen 25% Black Friday Code, der gilt noch bis Sonntag. Also wenn du dich für mein Programm interessierst, zu den weit über 20.000 anderen Leuten dazukommen willst, dann geh auf liebeschipp.de, nutze den Code BLACKWEEK25 in einem Wort, großgeschrieben in der Kopfabwicklung und ja, deck dich ein für die nächsten Monate, gibt ja selten Codes bei uns. Irgendwelche Fragen, dann schreib uns das Video oder an support@liebeschipp.de und jetzt viel Spaß mit dem Sommerhaus der Stars, es wird hochhergehen.